So, also 13.2 Definition sei Omega mit P Wahrscheinlichkeitsraum. Und x, das geht von Omega, in die reellen Zahlen, eine Zufallswahl. Ja, zum Beispiel, die sind die Schüler, das sind die Noten. Oder die sind die Schüler, das sind die Punkte. Oder die sind die Felder auf einem Roulette und das ist die Gewinn- oder Verlustauszahlung. Ja, meine Zufallsvariable ist eine Funktion von Omega nach k. So, mit ja, Erwartungswert μ ist gleich der Erwartungswert von x und Standardabweichung Sigma ist gleich Sigma von x, dann nennt man x' vielleicht oder besser x, den x minus, nehmen wir also die Note, minus die Durchschnittsnote, geteilt durch meine Standardabweichung. Das kann ich mit jeder Zufallsvariable machen, ja? Solange das Sigma ungleich 0 ist. Ja, also ich nehme die ursprüngliche Zufallsvariable, ich ziehe den Durchschnitt ab, das langweiligste Spiel, die langweiligste Klausur und teile durch die Standardabweichung, also wie breit die Verteilung ist. Ja? Dies ist wieder eine Zufallsvariable, nämlich die geht immer noch von Omega und die geht auch immer noch nach R. Ja? Dies ist eine Zahl in R für jedes Element in Omega, für jeden Schüler habe ich hier eine Note, von der ziehe ich die Durchschnittsnote ab und teile sie durch das Sigma, durch die Standardabweichung und dann kriege ich wieder eine reelle Zahl raus. Das ist also einfach diese eine neue Beschreibung, wie ich von Omega nach R komme. Deshalb ist es wieder eine Zufallsvariable. Also da nennt man die Zufallsvariable. Die Normierung. Oder Standardisierung. Ja, das kann man mit jeder Zufallsvariable machen. Und ja, ich habe es jetzt Ihnen einmal ganz ausführlich gezeigt, wie man das machen kann. Am besten macht man es mit einer Excel-Tabelle. Wenn man das hat, rechnet man das aus, zieht das mal voneinander ab und teilt es dann durch. Ja, und diese hier, die kann man dann gut vergleichen. Solche standardisierten Zufallsvariablen. Okay.